Was soll das denn? Ja gut, Leute, dann müsst ihr das jetzt nochmal sehen. Tut mir leid. Das ist jetzt blöd gelaufen. So. Jetzt muss ich nochmal ins Pausenmenü gehen. Tut mir leid, Leute, dass ihr das jetzt nochmal sehen müsst. Ich werde jetzt aber die Aufnahmesession nicht entsprechend verlängern. Es kann es halt nicht mehr machen. Es tut mir leid, Leute. Solange ich nicht die Garantie habe, dass ich aufnehme und überhaupt, kann ich da kein Risiko eingehen. So leid es mir tut. Wirklich. Ich würde es wirklich gerne machen, aber so wie es jetzt ist, nee, kann ich mir nicht erlauben. Haben wir eigentlich noch ein Stadtzentrum weiteres? Nee, natürlich nicht. Warum auch? Gut, also wir lernen schon mal, ich sollte die Flak auf Bewachen setzen. Wo ist denn die zweite? Da. Wir sollten die Flak auf Bewachen setzen. Unsere Helden, warum auch immer die so gerne hier rumrennen wie sonst was, wie Falschgeld. So, wir synchronisieren unsere Truppen schon mal. Aber wir müssen auf jeden Fall, also das war ja jetzt ein gewaltiger Luftangriff als erstes. Und jetzt kommt er alle nächstlang mit Fußsoldaten um die Ecke. Gut. Einmal Stellung halten, aufstellen. Ja, der Wille des Staates steht über allem. Ja, genau. So. Eieiei, halt! Du musst erstmal zum Kapitol. Du bist noch nicht festgelegt als Bauplan. Jetzt. Gut. Sehr schön. Du bleibst nicht da. Du fährst nämlich da hoch, weil der hat nämlich gerade einen Trigger-Angriff da hängen gemacht. Klingt auch toll, ich weiß, aber... So, rein da. Genau, ab ins Eisen. Erstmal Holz holen wir uns später. Wo sind jetzt die anderen Bots? Die sind auf dem Weg. Gut, der ist da hinten. Genau, das kennen wir schon alles. Speicher das jetzt nochmal unter Glück 3. Meine Güte, ist das hier wieder wild alles. Fuchs, teufelswild. Aber so ist das manchmal. Ach so, Flugzeuge. Richtig. Ja, Flugzeuge. Habe ich fast vergessen. Ja. Ganz wichtig. Wir brauchen Flugzeuge. Und am besten die Phoenix. Weil die haben... Die sind einfach besser, finde ich. Die Jägerbomber. Ist einfach besser. Wenn du gleich direkt darauf reagieren kannst. Ihr baut bitte erstmal Eisen ab. Auch wenn wir erstmal keinen Bonus kriegen. Ist halt so. Aber wir brauchen das. Holz muss erstmal warten, beziehungsweise Kohlenstoff. Das muss jetzt erstmal warten. Nee, muss nicht. Wir haben ja... Stimmt. Dann geht ihr ins Gold. Noch besser. Geht ihr ins Gold. Wir haben ja schon mal die Siedlung da. Das ist schon mal ganz gut. Die wird uns jetzt erstmal keiner mehr nehmen können. Sagte er, und dann wurde sie genommen. Ja, das ist klar. Alles gut. Da kennen wir ja schon von unseren aggressiven Nachbarn. Immer diese Russen. Mann, 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 Mann. So. Gut, das erste Flugzeug ist schon mal unterwegs. Das freut mich. Das war ein Trigger. Das ist ein Trigger gewesen. Das war definitiv ein Trigger. Wo ist er denn? Da hinten. Der ist da hinten gewesen. Trotzdem wurde er erschossen. Also da frage ich mich immer noch, wie er das hingekriegt hat. So weit hinten und wird trotzdem erschossen. Also das muss man ihm erstmal nachmachen. Also... Wir werden angegriffen. Ja, das werden wir die ganze Zeit. Die habe ich ja ganz vergessen. Die Paladin-Kanonen. Der zerlegt mir hier fast ein Zeus. Ja, den wird er mir zerlegen wahrscheinlich. Glück gehabt. Ah, ich habe noch nicht genügend Eisen. Jetzt kann ich ihn wieder leisten. Gut. Dann kann er nämlich gleich mal den Zeus reparieren. Den brauchen wir nämlich. Ohne den Zeus bin ich aufgeschmissen. Gut. Das ist voll.
Ab ins Silo. Hoppla. Genau, ich baue auf dem Silo einfach eine Panzerfabrik. Warum auch nicht? Ja, genau, sind sie nämlich. Ja, ist ja gut. Ja, Japan ist jetzt unser Feind. So ist das manchmal. Ja, danke. Ach, schön, hat er meine Leute zerbombt. Super. Ach ja, unser Gegner wieder mal. Was ist hier los? Wieso bist du da vorne? Bist du bekloppt? Du solltest den hier mal reparieren. Unbedingt. Der ist nämlich fast kaputt. Hey, ihr habt doch diese tolle Gedankenkontrolle. Warum verwendet ihr die nicht? So, geht doch. Eigentlich wollte ich ja mal einen Koloss bauen, aber... Also das Tor wurde definitiv per Triggerbefehl zerstört. Das hat man jetzt gerade gesehen. So, wir speichern jetzt. Wir haben ja schon jetzt ein bisschen was hinter uns. Okay, so, ihr da hinten hin, bitte. Genau. Du machst bitte weiter, auch wenn du fast kaputt bist. Kann man ja wirklich jetzt sagen, fast kaputt. Jetzt passt es ja. Wir haben zwar 5 Bürger im Eisen, aber besser 5 Bürger als gar keine Bürger. Ihr seid zu weit hinten. Die brauche ich nicht mehr verbessern, weil die kann ich sowieso nicht bauen. Haben wir überhaupt eine Kaserne mal so gefragt? Ich glaube nicht, ne? Nö, natürlich nicht. Bürger, bauen wir bitte hier unten eine Kaserne. Ich will wissen, was wir bauen können. Wenn ich nicht weiß, was ich nicht bauen kann, das macht mich kirre. Das mag ich nicht haben. Ich möchte schon gerne wissen, was wir haben, was wir einsetzen dürfen. Also wir dürfen Panzer bauen, das ist schon mal gut. Verbessern wir mal die Reichweite, Trefferpunkte, Angriff sowieso. Jetzt kann ich Angriff nicht mehr verbessern, weil dafür brauche ich 100 Eisen. Was habe ich nicht richtig? Eisen. Angegriffen. Wo ist meine Flak jetzt eigentlich? Da unten. Wir werden angegriffen. Ja, es sind ganz neue Maßstäbe hier gesetzt, seht ihr ja. Sehr schön. Flak verbessern, genau. Das hätte ich nämlich fast vergessen. So, die Kaserne ist fertig. Was können wir denn bauen? Wir können den Wächter bauen. Wir haben die Standardbauoption. Plus die Bereitschaftspolizisten. Was macht denn der Jäger da jetzt? Ja, der wird mir den Apoll runterholen. Ja, Glückwunsch, hast du geschafft. Baue ich mir halt einen neuen. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, ob das ein Triggerbefehl ist oder ob das wirklich vom Spiel so angesetzt ist. Also, ob das jetzt KI wirklich selber ist oder ob das jetzt... Was machst du da hinten, sag mal? Hier müssen unbedingt Geschütze hin. Unbedingt. Aber ich habe leider nicht die Ressourcen dafür. Das ist mein Problem. Ich kann Panzer bauen, ja. Aber wir brauchen unbedingt Geschütze hier. Er hat mir meine Sanitäterin umgebracht, jo. Hätte uns sowieso nicht mehr viel gebracht, deswegen. Es war schade um sie, aber was soll ich machen? Ich kann nicht alle retten. Das geht nun mal leider nicht. So, wir schicken jetzt unbedingt Leute in den Kohlenstoff. Wir brauchen nämlich Kohlenstoffnachschub. Das ist fertig, sehr schön. Erstmal Eisen. Nein, erstmal Gold. Wir müssen erstmal die Siedlung dann mal besetzen. Erst Gold. Am besten fest besetzen, danach können wir immer noch da Leute reinprügeln. Das ist der neue Panzer, genau. Stell dich mal gleich dahin. Nehmen wir Laserschutz mit.
Ob das jetzt den Mega-Nutzen hat, weiß ich nicht, aber keine Nahrung. Bauen mal bitte, obwohl es lohnt sich nicht, solange wir keine Geschütze haben. Das Schicks, was sagt ihr? Oh, wer hat das gesagt? War das Heinrich? Und das Ding sitzt ja auch mal richtig toll, ne? Das habt ihr ja auch richtig klasse positioniert. Genau da, wo man es nicht gebrauchen kann. Schön an die Mauer ran, damit es ja schön, schön nicht treffen kann. Ja, die kannst du mir ruhig abschießen, das ist mir egal. Aber dass du jetzt hier meinst, rumpupen zu müssen, gefällt mir gar nicht. Oh, wir bauen hier gleich ordentlich Flak hin, dann hat sich das Thema erledigt. Ich meine natürlich Raketenabwehr. Du bist noch dabei. Du hast gerade keinen Auftrag, dann mach du mal bitte die Siedlung voll. Oh, und alles wieder gleichzeitig, ne? Immer gleichzeitig. Könnte ja sein, dass ich zur Ruhe komme, das geht ja nicht. Was kostest du? Nahrung und Gold. Was habe ich mit Gold? Richtig. Super. Gold brauche ich erstmal für die Flagge. Verbessern wir die Wächter erstmal, die können wir nachbauen. So, du hast doch diese tolle Gedankenkontrolle, dann verwende ich die auch mal. Sehr schön. Also unsere Flugzeuge scheinen momentan einzuschlagen, aber... Ja. Komm, einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. So, wie sieht's mit Kohlenstoff aus? Kohlenstoff ist gleich voll besetzt. Sehr schön. Dann gehen die als nächstes in den Steinbruch. Beziehungsweise ich werde da erstmal Leute abziehen, damit die die Flak bauen können. Wir müssen uns erstmal stabilisieren, unsere Abwehr. Das ist mir alles noch so ein bisschen zu viel. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich habe keine Nahrung. Repariere den bitte erstmal. Können wir überhaupt Zeus nachbauen? Ne, das ist das Labor. Da ist die Fabrik. Nein, natürlich nicht. War ja klar. Effiziente Zeilbox wie diese können wir natürlich nicht nachbauen. Aber alles andere können wir bauen. Pandora und Minotaurus. Gut, der Minotaurus feuert auch Raketen, glaube ich. Die Pandora feiert ja diese Energiegeschosse, sag ich mal. So, speichern nochmal. Bislang kommen wir gut voran. Wir sind jetzt dabei, erstmal unsere Wirtschaft zu stabilisieren, aufzubauen überhaupt. Dass wir da mal so ein bisschen in die Gänge kommen, in die Pötte kommen. Das muss auch sein, dass wir da mal in die Pötte kommen. So, 6 Bürger. Dann haben wir das nämlich auch schon mal gesichert. Paladin-Kanone. Ich würde gerne erstmal... Wobei, ich brauche das Holz erstmal überhaupt für Flak. Erstmal Flak bauen. Ich weiß, manche werden sich aufregen. Lars, das ist keine Flak, das ist ein Raketenturm. Ich weiß... Aber ich habe das so drin, Flak zu sagen. Weil am Ende ist es irgendwo auch eine Flak. Ne, es ist ja eine Flugabwehrvorrichtung. Auch wenn sie mit Raketen feuert. Gut, sind die Panzer? Die Panzer sind noch nicht fertig, aber jetzt sind sie fertig. Gut, dann haben wir schon mal eine Einheit fertig. Wie sieht's mit euch aus? Ihr kriegt nochmal Angriff obendrauf. Gut, das wird erledigt. Da sind sie auch dabei. Sehr schön. Wir bauen jetzt unsere Flak hier auf. Ich würde mal sagen, wir machen schöne Dreier rein. Die ist schon eigentlich zu nah dran. Aber dass wir hier mal sowas wie eine stabile Abwehr mal hinkriegen. Türme dürfen wir ja nicht bauen, leider. Das wäre natürlich sehr schön, wenn das gehen würde. Aber dürfen wir, wie gesagt, nicht. Warum auch immer. Ich glaube, ich würde am liebsten noch ein Silo besetzen, ganz ehrlich. Dürfen wir eigentlich Silos bauen? Tatsächlich, die dürfen wir bauen. Interessant. Wir werden angegriffen. Und zwar... Ach, die Ares. Ja, stimmt. Die gibt es ja auch noch. Die dürfen wir auch nicht bauen. Die Ares. Wachposten zu verbessern lohnt sich eigentlich nicht, weil die Einheit können wir eh nicht mehr bauen. Das ist nämlich die Einheit des digitalen Zeitalters. Lohnt sich also eigentlich nicht. So, du gehst schon mal darauf, du gehst darauf. Schon mal ein bisschen mehr Nahrung. Wir brauchen Nahrung.
Wir müssen mehr Leute haben. So, dann haust du hier nochmal eine Flak hin, bitte. Und hier nochmal Flak. So, dann sollte die Abwehrlinie erstmal stehen. Wir werden angegriffen. Was kostest du eigentlich? Gold und Eisen. Okay, also keine Nahrung. Interessant. Interessant. So, ihr baut jetzt erstmal eine Siedlung. Eine weitere. Wir dürfen sogar Häuser bauen. Wahnsinn. Dass wir die Ehre, wir haben die Ehre, Häuser bauen zu dürfen. Wahnsinn. Und Krankenhäuser dürfen wir übrigens auch bauen. Das ist ja purer Wahnsinn. So, zack. Er macht das mit den Steinen auch Sinn. Weil sonst würde Stein ohne Türme und ohne alles, was Stein kostet, macht Stein selber keinen Sinn. Deswegen, also dann brauchst du Stein auch gar nicht besetzen, groß. So, drei Leute sind drin, einer ist im Bau. Dann sind das jetzt sechs Leute. Gut. Aber wir brauchen unbedingt mehr Nahrung gerade. Also Nahrung ist gerade ein richtig großes Problem. So, das sind jetzt sieben. Einer noch. Wunderbar. So, und dann können wir uns als nächstes darauf konzentrieren. Dann müssen wir die ganzen Stadtzentren noch zu Kapitolen machen. Dann müssen wir noch für Häuser sorgen, dass die Moral da ist. Wir müssen noch die Anti-Alterungspille. Ich wollte gerade, warum wollte ich gerade Anti-Baby-Pille sagen? Ich weiß es nicht. Aber wir müssen die Anti-Alterungspille noch erforschen. Für mehr Bevölkerungspunkte. Ihr kriegt nochmal Flugzeit und Angriff. Wisst ihr was? Ihr kriegt Angriff zweimal. So. Und Reichweite kriegt ihr auch nochmal. Keine Trefferpunkte, dafür alles auf Angriff. So. Nochmal ordentlich Nahrung. Einer ist drin. Fünf sind im Bau. Das sind dann sechs Stück. Also zwei Leute brauchen wir noch. Okay. Kriegen wir hin. Perfekt. Haben wir sogar schon. Wunderbar. So, dann werde ich die Goldmine hier noch in Beschlag nehmen. Das sollte dann die letzte Mine sein, die noch unbesetzt ist. Genau, obwohl wir so viel Gold eigentlich gar nicht brauchen, aber egal. Ich hoffe jedenfalls, dass wir nicht so viel Gold brauchen. Ach, guck mal, hier hinten ist auch noch Kohlenstoff. Zwar nicht so viel, aber hier ist auch noch was. Gut. Aber ich hoffe mal, dass wir nicht so viel Kohlenstoff brauchen. Genau, das sieht man hier nicht. Obwohl das eigentlich zu sehen sein müsste. Das ist so ein kleiner Bug, glaube ich. So, die Wächter sind fertig, die Panzer sind fertig, die Zeus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die verbessern soll. Ganz ehrlich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die verbessern soll. Wir werden angegriffen. Was ich mal bräuchte, wäre vor allen Dingen mal ein Satellit. Der mir mal so ein bisschen das Gebiet aufklärt. Weil ich will wissen, was der Gegner hat und was wir machen müssen. Vor allem zieht sie zurück und wird beschossen. Und zwar massiv. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben Kybernetik. Geschwindigkeit von Bürgern nehmen wir mit. Gut. Dann nehmen wir schon mal die Hydrokultur mit. Das verbessert auch nochmal die Nahrung. Was ist mit denen hier? Es braucht auch Nahrung, ne? Ja. Genau. Ja, Kommandant. Okay. So, ihr fahrt dahin. Hier muss ich auch nochmal Flak aufbauen. Die ganze Ecke hier ist noch kahl. Das gefällt mir nicht. So, ihr kommt rüber. Dann werden wir hier nämlich auch nochmal Flak aufbauen und nochmal Lebenspunkte. Dann ist die Flak auch schon mal fertig. Sehr schön. So, Spionagesatellit. Das ist gut, dass du da bist. Komm mal mit, bitte. Ich will mal wissen, was hier los ist. Ich will wissen, okay, wo unsere Gegner sind. Ich will wissen, was unser Gegner hat. Gut. Wir haben es geschafft, die Kolonieangriffe abzuwehren. Okay. Zumindest für den Augenblick. Wir sollten rasch eine Satellitenbasis neben diesen Mineralvorkommen errichten. Bei der aufgegebenen Mine LK-769. Okay. Wir werden den Profit brauchen, um unsere Kriegsanstrengungen zu finanzieren. Ja, ein Atombomber. Natürlich. Wir werden angegriffen. Okay. Alles klar.